Ist schon eine sehr schöne, faszinierende Musik. Und ich frage mich, wie wir da immer runterkommen. Ob das dann später so Shortcuts werden oder ob wir irgendwie noch ein Hacker-Tool finden, um da durchzukommen. Spannend, spannend. Okay, das ist hier irgendwie sehr witzig. Hier wird dieses Ding einfach so gespammt. Ja, tote Busch ist das, glaube ich, ne? So, da haben wir es auch schon fast geschafft und sind beim Flugzeug. Ist halt nur nervig, dass ich kein kleines Boot habe. Dann könnte ich nämlich schnell darüber, aber na gut. Hätte Frank mir eigentlich schon mal geben können, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Das hätte er eigentlich schon mal machen können. Aber naja. Ich frage mich, warum die Techfrags sich das Material übrigens noch nicht geholt haben. Wir sind jetzt nicht erst gerade abgestürzt, ist ja also auch schon wieder ein bisschen her. Wir hätten die Session, die ich Pause gemacht habe, ja gut nutzen können, um das Flugzeug zu looten, ne? So, wo könnten hier gute Stücke sein? Ja, vielleicht im Cockpit gibt es ein paar nützliche Dinge. Ja, jetzt ist auch komischerweise die Tür auf. Oh, nee, warte. Ach so. Nee, die war die ganze Zeit auf. Stimmt, aber ich konnte nicht hin wegen diesem... Okay. Ja, my bad natürlich. So. Nice. Tiefen unlocked. Okay, 30 Dinger haben wir. Ja, aber was hat denn der jetzt überhaupt genommen? Der hat einfach irgendeinen Block zerstört. Ich habe es gar nicht so schnell gesehen jetzt. Na gut. I guess that should be enough. Mal ein paar Lockpicks davon craften und dann passt das. Aber ich habe jetzt echt nicht gesehen, was das für ein Block war. Damn, das wird wahrscheinlich mir später zu Verhängnis, wenn ich jetzt nicht noch mehr finde. Ich muss mal drauf achten. Was auch geil gewesen wäre, wenn jetzt hier immer so jemand von dem Techfrags Dudes oder Dudin im Hintergrund mich beobachten würden. So nach dem Motto, ich komme aus dem Flugzeug raus, gucke dann wieder hier so Richtung des Turms und dann steht da so einer von den Techfrags mit so einer Maske oder so und beobachtet mich einfach nur. Er macht nichts und wenn man dann lang genug guckt oder so, dass er dann irgendwie verschwindet. Das wäre, also wird auf jeden Fall noch sehr zur Atmosphäre dazu zählen. Oder wird eher gesagt noch sehr für die Atmosphäre sorgen. Und ja, das wäre eigentlich ziemlich cool, wenn ich ehrlich bin. Dann fühlt man sich so beobachtet und jetzt, also jetzt fühle ich mich halt legit so die ganze Zeit so, ja okay, der eine NPC ist halt da und sonst ist die Insel halt leer. Ja, weil die, okay, die NPCs hier in den einzelnen Dörfern und so, okay, aber weiß nicht. Finde, das Spiel baut gerade so atmosphärisch auf, dass man das gut nutzen könnte, dann auch noch sowas zu etablieren. Oder denkt ihr, das wäre vielleicht ein bisschen zu overkill? Würde mich mal interessieren, wie ihr das Ganze seht. Ist das eigentlich jeden Frame neu gezeichnet? Oder nur, wenn ich die Distanz ändere? So, hey Frank. Hab ein bisschen Teile gefunden, Metallpieces. Sehr gut, dann crafte mal ein paar. Oh ja, das ist so cool gemacht. Einfach so das Crafting animiert. Nice. Dieses Item kann Eisentüren hacken. Nice. Okay, hier hast du jetzt deinen eigenen Schlossknacker. Jetzt mal zur Übung. Ich habe hier einen verschlossenen Raum oder eine verschlossene Tür hinter meinem Haus. Geh da mal rein und hack dich mal rein und bring mir mein Buch, bitte. Wow, erst mal Schloss kaputt machen. Man kennt's. Ah, Tutorial. Hack the door by clicking the... Okay, also wir können... Warum denn the bottom part? Achso, wahrscheinlich wegen der Hitbox. Okay, also wir müssen am Boden klicken, um mit dem Hacken zu beginnen. Nummern werden erscheinen. Drück die Nummer von oben nach unten. Warte, was?
Press B to cancel hacking. Ach so, ach da. Oh nein, kommen die nochmal? Ah, okay. Und jetzt? 54993. 54993. Okay. Hier vielleicht auch noch ganz cool, man hätte theoretisch dann in so einem Modus gehen können, dass man da unten die Hotbar so lange ausblendet, während man in diesem Hacking-Window ist, weil dann würde man jetzt nicht die Slots-Switch sehen, weil man kann ja mit den Nummernzahlen auch hier die Slots wechseln. Wäre nochmal ein bisschen cooler, um so in dieser Atmosphäre besser zu bleiben. Aber nur eine kleine Sache. Das ist nichts Wildes. Aber fällt mir auf jeden Fall auf. Ein bisschen cooler wäre, wenn das nicht so wäre. So, großartig. Dankeschön. Oh, und das verbraucht sich nicht mal. Ich dachte, das... ja, okay, gut. Das hat auch 30 Scraps gekostet. Jetzt bist du bereit zu gehen. Nice. Ich dachte halt irgendwie, man braucht immer einen Lockpick oder kann den irgendwie nur fünfmal benutzen oder so. Viel Glück. Aber sieht nicht so aus, als ob es sich verbrauchen würde. Wenn du irgendwelche Neuigkeiten hast, ich werde hier sein. Okay, perfekt. Okay, jetzt können wir ins Tech-Frack-Labor gehen. Doch zuvor, es gab ja einige Türen, die zu waren, Leute, ne? Das ist euch hoffentlich bewusst, dass wir 03928. 03928. Dass wir hier jetzt erstmal die ganzen Türen hacken müssen. Ach, das sind einfach nur Steine. Ah, okay, nice. Bisschen Crafting Materials. Let's go. Großartig, wie ich bin, habe ich mir natürlich nichts gemerkt, wo ich jetzt was aufmachen konnte. Damn. Vor allem ist es auch viel zu dunkel. Ich hätte gedacht, dass der Tag-Nacht-Zyklus etwas flotter vonstatten geht. Ich weiß gar nicht mehr, ob es da irgendwas gab, bestimmt. Aber naja, gut. Ich denke mal, wir gehen jetzt einfach erstmal zum Tag-Frack-Labor. Das macht, denke ich, am meisten Sinn, dass wir da jetzt erstmal weitermachen. Zumal ich jetzt auch nicht genau weiß. Ich glaube, irgendwo im Berg gab es noch so eine silberne Tür. Und es gab ja auch hier im Boden diese Dinger. Ich glaube, die kann man jetzt nicht hacken. Würde ich mal sagen. Die werden wahrscheinlich erst später mit einem anderen Tool dann möglich sein, dass man die aufhebelt oder so. Vielleicht mit einem Brecheisen dann. Würde jetzt so meine Vermutung sein. Aber gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ins Tag-Frack-Labor. Zumal es da auch beleuchteter ist als hier. Also bringt es jetzt sowieso nichts rumzugucken, weil wir eh nichts finden werden. Ne? Also es ist auf jeden Fall sehr cool. Ist mal eine sehr entspannte Abwechslung. So eine Map mit eher so rätsellastigen Elementen zu spielen, wo du dann halt so gucken musst, ja okay, wie kommst du jetzt da durch und so. Hat ein bisschen was von einem Metroidvania, würde ich irgendwie sagen. Ja, weil du halt viele Gebiete siehst, wo du halt später erst mit gewissen Tools hinkommst. Boah, eigentlich müsste ich auch mal irgendwann ein Metroid machen. Ich glaube, jemand macht sogar gerade ein Metroid-Game vom AC-Discord. Aber er oder sie hat leider nicht so wirklich andere News bis jetzt geshared, außer die Info, dass da irgendwie was dran gemacht wird, beziehungsweise dran gearbeitet wird. Bin sehr gespannt, ob das durchgezogen wird. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, weil Metroid halt schon ein echt cooles Game ist auch. Oder sich halt auch anbietet für AC. Man kann so viel nice Shit machen. So, wir können jetzt endlich hier rein. Let's go. Okay, 42883. 42883. Ich frage mich, ob die vorher festgelegt sind oder immer random. Achso, nee, warte mal. Die werden immer random generiert, ne? Weil, sobald ich einmal falsch habe, kommen ja eine neue Nummernfolge. Haha, nice. Ich dachte kurz, das wäre ich so auf der Karte und hier so Gegner, die so patrouillieren. Okay, okay. Sollte mich mal vielleicht heilen, oder? Aber QI, was bedeutet denn QI? Kann man das irgendwie nachlesen? Warte mal. Hold on for details. Wie waren das nochmal? X für Achievements. Active Quest None. Lol. Active Quest None, aber Current Goal. Okay. Ja gut. M for details. Nicht so recht, ne? Na gut. Müssen wir einfach warten, bis wir eine Heilung... Vielleicht ist es einfach nur Crafting-Mats, dass man halt später so ein Sleeping-Zeugs machen kann. Vielleicht, das bedeutet das QI. Ich weiß es, ich komme halt gerade auch nicht drauf. Okay, guck mal, hier können wir schon mal hoch. Haben wir vielleicht hier noch was? Oh, toll. Oh, okay. Okay, einen Gold-Key schon mal.
Research Rooms. Okay, da scheint es weiterzugehen. Dann würde ich mich ganz gerne doch mal erstmal da oben umsehen. Wird ja einen Grund haben, dass man da hoch kann, oder? Lol. Das klingt übrigens sehr wie Mystery Dungeon jetzt in diesem Part. Aber richtig krass. Holy shit. Jetzt habe ich Bock auf Mystery Dungeon. Damn, die Map ist ein einziger Gefühlsschwank für mich. Aber sehr cool. Gefällt mir der Track. Also jetzt der Anfangspart nicht so, aber das gerade, das klang sehr Mystery Dungeon-like. Und hier kann man doch bestimmt eigentlich auch hoch. Oder? Wenn ich so um die Ecke stray? Okay, nein. Dann doch zu hoch zu sein. Okay. Da könnten wir schon durch, aber was ist denn erstmal hier? Okay, hier ist auf jeden Fall nichts, was ich machen kann. Ja gut, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig, als durch diese Goldtür zu gehen. Es war auch alles wieder so eng hier unten gebaut, ne? Ich weiß nicht, immer diese Dreierhöhe, ich finde, das könnte ein bisschen höher sein. Das ist mir bei der einen Zombie-Map, die wir gezockt haben, auch aufgefallen. Dass es immer so quasi gerade das Nötigste an Höhe gemacht wird. Aber es wirkt halt dann so eng einfach. Ich weiß auch nicht. So, nee, warte mal. Die lassen wir auf. Ich muss mir merken, die Türen aufzulassen, weil sonst gehe ich da immer durch und verlaufe mich sehr schnell. So, Schalter, das wird irgendwas bewirkt haben. Warte mal, cool. Ah, schade. Ich dachte, man kann es vielleicht auf und zu machen und nochmal sehen. So, wir brauchen wieder unsere Gasmaske. Wo kommt das Gas hier überhaupt her? Das erinnert mich ein bisschen an, wie hieß das Spiel jetzt nochmal, was so letztens noch im Hype war. Mit den Horrormonstern, Mann. Ich komme nicht drauf. Vielleicht fällt es mir im Schnitt wieder ein. Oh. Was ist das? Das sieht aus wie ein Teleporter-Kern von einem Spiel. Scheint aber vielleicht nur Dekoration zu sein. Jetzt so. Okay, Silver Key. Das sind so Gitter, die dann aufgehen. Okay, I see. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich in dem silbernen Tor noch einen Schalter finden, der uns das dann aufmacht, I guess. Oder auch nicht. Okay, und hier brauchen wir Bomben. Interesting. Hier haben wir schon mal einen Goldkey. Ich sehe nichts. Gut, dass ich überhaupt die Truhe einfach angeklickt habe. Das war jetzt eher so aus Reflex nur. Okay, das macht uns das auf. Ja, okay, da wird ein Schuh draus. Wir haben auf jeden Fall auch nichts zum Wehren, ne? Das heißt, wir können, wenn wir angegriffen werden, nur abhauen. Sollten wir auch noch im Hinterkopf behalten. Oh, es war doch nicht das. Hä? Wo war denn da was? Hier etwa? Wait a minute. Wo war denn... War das hier? Nee, hier sind wir doch... Ich bin verwirrt, Mann. Ich habe mich jetzt doch schon verlaufen. Aber warte mal. Lol, hier kann man auch hoch. okay. Und hier ist das jetzt aufgegangen. Ja, stimmt. Hier hat man... Die Kamerafahrt war so rum. Witzig. Okay.